Sie gilt als eine der wichtigsten Mystikerinnen im Mittelalter, die Benediktinerin und Äbtissin Hildegard von Bingen. Außerdem war sie Dichterin und Komponistin und es ist nicht übertrieben, sie auch als Universalgelehrte zu bezeichnen. Kein Wunder also, dass es auch einen eigenen Hildegard-Weg gibt. Und heute an ihrem Gedenktag stellen wir diesen Pilgerweg vor, zusammen mit unserer Pilgerexpertin Beate Steger. Hallo Frau Steger. Hallo Frau Regenitte. Ja, von wo bis wo führt dieser Hildegard-Weg denn und wie weit ist der? Also weit ist er gar nicht. Es sind nur 137 Kilometer. Es ist in 8 Etappen eingeteilt, immer unter 20 Kilometern. Also kann man sehr gut mal in einer Woche sozusagen machen. Und es geht los in Ida Oberstein. Sie hat ja viele Bücher auch geschrieben, Texte geschrieben. Und in ihrem vierten Buch Physica, da hat sie von den Edelsteinen geschrieben. Und Ida Oberstein als Edelsteinstadt bietet sich da an als Beginn. Und der Weg endet eigentlich in Bingen am Rhein, aber es gibt dann noch eine weitere Etappe. Das ist der Rüdesheimer Hildegard-Weg. Das hat mit der noch aktiven Benediktinerinnenabtei oberhalb von Rüdesheim zu tun. Wie ist dieser Weg jetzt thematisch angelegt? Es ist einmal so, dass der Weg eben an Lebensstationen von Hildegard vorbeigeht, von dem, was man noch gefunden hat. Und dann gibt es zum Beispiel 59 Infotafeln, die also entlang der gesamten Strecke verteilt sind, wo einem diese berühmte Persönlichkeit des Mittelalters vorgestellt wird, mit den verschiedenen Schriften, was sie alles gemacht hat, wie sie gewirkt hat, also auch über die Ernährung beispielsweise, ist dann alles auf diesen Tafeln nachzulesen. Was sind denn so Höhepunkte, Highlights unterwegs? Also ganz klar auf jeden Fall die Ruine vom Kloster Disibodenberg. Da bin ich auch schon gewesen. Da hat man, finde ich, da spürt man auch noch so einen Hauch von dem, ja, vom Mittelalter, wie da die Menschen gelebt haben. Und in dieses Kloster ist sie ja eingetreten, 1112. Da war sie 14 Jahre alt. Es gibt dann aber auch eine Wallfahrtskirche, die St. Hildegard in Rüdesheim-Aibingen. Sie hatte ja dann zwei Frauenklöster gegründet und von diesem zweiten in Aibingen ist also die Wallfahrtskirche noch vorhanden. Es gibt aber auch in Bingen, sie heißt ja auch Hildegard von Bingen, einen Rundweg durch die Stadt mit Lebensorten von ihr. Das ist also sehr interessant. Das kann man auch wunderbar machen, wenn man nicht einen ganzen Pilgerweg geht, sondern man will einfach mal nur einen Tag, einen Ausflug machen. Da gibt es einen schönen Flyer, wo diese einzelnen Stationen beschrieben sind. Und dann hat man da praktisch Sightseeing in der Stadt mit Bezug zu Hildegard. Hildegard hat sich ja viel mit gesunder Ernährung und Naturheilmethoden beschäftigt. Inwieweit spielt auch das auf dem Pilgerweg eine Rolle? Also man hat es eben einmal auch auf diesen Infotafeln, kann man dazu lesen. Dann gibt es natürlich überall, wo die Hildegard auch gewesen ist, gibt es immer auch Bücher von ihr zu kaufen oder auch die Lebensmittel. Also zum Beispiel Habermus war ganz wichtig bei ihr. Das ist also mit Dinkelflocken ein Frühstücksbrei, mit ihren Gewürzen auch. Also Bertram, Galgant und Zimt, das habe ich heute Morgen auch extra in mein Frühstücksmüsli reingemacht, weil ich wusste, wir sprechen heute über die Hildegard. Und es gibt ja auch Pilger, die sich also so ernähren nach der Hildegard von Bingen. Also ich kenne da einen Pilger, der macht da auch Vorträge drüber, das ist der Helmut Schuller. Der sagt, er ist gesund geworden durch die Ernährungsumstellung nach Hildegard von Bingen. Und er ist dann als Dank für dieses, dass seine Gesundheit wiederhergestellt war, von Weiden in der Oberpfalz nach Santiago de Compostela geradelt. Durch was für Landschaften führt denn jetzt der Hildegard-Weg? Also da haben wir wunderbar das nahe Land. Das ist einmal Wald, es sind aber auch viele Weinbergen. Das führt dann also bis an den Rhein. Auch da haben wir wieder Weinberge. Und am Rhein kommen wir dann eben an, man sagt ja, das ist der schönste Abschnitt des Rheins, das obere Mittelrheintal, das ja auch UNESCO-Welterbe ist. Und dann kann man eben auch noch rübergehen auf die andere Seite nach Rüdesheim und dann da oben eben auch noch zu dem mittlerweile noch einzig aktiven Kloster, das aber nach der Hildegard von Bingen gegründet wurde, aber in ihrer Tradition ist Rüdesheim-Aibingen, da kann man dann also auch nochmal hingehen. Also ganz schön abwechslungsreich. Wie schwer sind denn die einzelnen Etappen? Es
geht. Also es wird als mittelschwer eingestuft. Es gibt schon einige Höhenmeter, die man da macht. Der höchste Punkt ist 472 Meter. Es geht jetzt nicht so wahnsinnig hoch und runter, aber wenn man jetzt auch reinhört, meint man ja immer, man ist da vielleicht am Fluss unterwegs. Das ist nicht, also man hat immer wieder auch schöne Ausblicke auf den Rhein, wenn man auf den zugeht und vorher im nahen Land sowieso. Aber jede Etappe ist unter 20 Kilometer. Es sind auch kürzere Etappen möglich. Also man kann aus einer breiten Bandbreite wählen. Und viele, die sich aufmachen zu pilgern, möchten das ja auch gern verbrieft sehen. Wie sieht's aus in Sachen Pilgerpass? Also einen Pilgerpass gibt es auch. Ich habe aber nichts gefunden, weil ich bin den Pilgerweg ja auch noch nicht komplett gelaufen, sondern nur Abschnitte. Es gibt also wohl keine Urkunde oder ein Zertifikat, dass man den gemacht hat. Es gibt aber einen Pilgerpass, den kann man zum Beispiel bei der Naheland-Touristik bestellen. Und wenn einem das nicht reicht, dass man also nur einen Pilgerpass hat, da gibt es auch noch andere Sachen. Also zum Beispiel ein Pilgerarmband mit dem Konterfei der Heiligen oder auch eine Pilgerkette, eine Kerze und solche Geschichten. Sowas könnte man sich ja dann zulegen, wenn man den ganzen Weg gemacht hat. Das ist ja vielleicht auch eine schöne Erinnerung an diesen Weg. Beate Steger sagt das über den Hildegardweg, der von Ida Oberstein nach Bingen am Rhein bzw. bis nach Rüdesheim führt, entlang der Lebensstationen der großen Ordensfrau aus dem Mittelalter. Wir haben ihren Weg heute vorgestellt am 17. September an ihrem Gedenktag und zwar zusammen mit unserer Pilgerfachfrau Beate Steger. Ausführliche Informationen, die gibt es auch im Netz unter hildegardweg.eu. Und bei Ihnen, Frau Steger, sage ich vielen Dank.